Das kann ohne weiteres kritisch werden, wenn wir in Gebiete gehen, wo Wasser knapp ist. Also zum Beispiel, wenn man in diese MENA-Staaten geht, zu denen eben Dubai, Abu Dhabi und Saudi-Arabien zählt, da kann es kritisch werden. Für ein Kilogramm Wasserstoff brauche ich ungefähr 20 Liter Trinkwasser. Wenn wir für den Bedarf, den man in Deutschland abschätzt für 2050 an Wasserstoff, werden da round about 20 Millionen Kubikmeter Wasser notwendig. Wenn Sie das jetzt wiederum auf den Verbrauch unserer Bundesbürger projizieren, dann sind das der Trinkwasserverbrauch im Jahr von 4 Millionen Menschen. Und daran sehen Sie schon, dass das nicht unerheblich ist und dass es ein Bedarf ist, den man ohne weiteres bei der zukünftigen Wasserspaltung zur Erzeugung von Wasserstoff berücksichtigen muss. Und als erstes muss man mal den Preis nennen. Der Preis von grauem Wasserstoff, der zurzeit in der Industrie vertrieben wird, der ist so roundabout bei 2 Euro das Kilogramm. Der grüne Wasserstoff, produziert aus grünem Strom, liegt etwa bei dem Dreifachen. Also da sieht man schon, es ist ein Preisthema und der jetzt erfordert entsprechende Förderung, um den grünen Wasserstoff, den wir unbedingt brauchen, in den Markt zu bringen. Wir müssen einen Markt schaffen. Der Markt, der wird sein im Verkehr, in der Mobilität und da vorzugsweise im Schwerlastverkehr. In der Industrie, dort müssen wir den Markt schaffen, um den Zement zu dekarbonisieren, die Zementherstellung, die Stahlherstellung, die Raffinerien. Dort brauchen wir dann unbedingt den grünen Wasserstoff. Und der dritte, nicht unwesentliche Punkt ist natürlich, wir brauchen Industrieanlagen, um die Anlagen wie Elektrolysen, Brennstoffzellen, um Wasserstofftankstellen und so weiter überhaupt herzustellen. Da muss erstmal ein Markthochlauf her und das dauert sicherlich roundabout eine Dekade. Dann wird der Markthochlauf passieren. Wir brauchen also Produktion, Abnahme und einen Preis, der sicherlich unter 4 Euro pro Kilogramm liegen muss. Wir stehen sicherlich am Anfang, obwohl wir seit 10 Jahren die ersten Gebäude in diese Richtung realisiert haben. Eines der größten in Frankfurt mit 74 Wohneinheiten. Die Technologie ist relativ einfach, eine gute Hülle zu bauen, möglichst viel Solartechnik auf das Dach, in dem Fall Photovoltaik, mit diesem Strom möglichst eine Wärmepumpe betreiben und das Gebäude an das Stromnetz anschließen. So ein Gebäude dekarbonisiert sich dann in der Zukunft von selber, weil das Stromnetz ist das, was in der Zukunft am schnellsten dekarbonisiert wird. Man sieht das ja jetzt schon, wir haben gegenüber von vor 10 Jahren den CO2-Footprint des Stromnetzes schon nahezu halbiert. Neubau, kein Problem im Bestand. Ja, da müssen wir uns als Ingenieure schon bei vielen Bäumen anstrengen, weil es geht immer bei der Wärmepumpe, wo kommt die Wärme her? Und das nennt man Wärmequelle. Und dort ist eine Herausforderung dabei, aber trotzdem die Technologie heißt auch im Bestand gutes Kleid, gute Hülle, so viel wie möglich Photovoltaik auf das Dach, eine Wärmepumpe im Keller und dann hat der Ingenieur die Aufgabe, eine gute Wärmequelle in der Stadt zu finden, ob es das Abwasser ist, ob es der Boden ist und notfalls sogar die Luft. Das ist relativ einfach und das ist die Zukunft der klimaneutralen Gebäude.